Es gibt immer so Projekte, die sind so sündhaft teuer, wenn man sie kauft, die muss man einfach selber bauen. Ich baue mir gerade ein XXL Edelstahl Gartentor. Das Ganze ist fast 3 Meter breit, 1,80 Meter hoch und am Ende des Tages zahle ich gerade mal 800 Euro für das Material. Ich mache jeden noch so kleinen Schritt selber und das ist wirklich alles andere als ein Hexenwerk. Und damit du das natürlich nachmachen kannst, alles nachvollziehen kannst, habe ich das komplette Projekt für dich dokumentiert. Das heißt, wir sind heute bei Teil 3 angekommen. Wir werden das Rohrrahmenschloss einsetzen, wir werden das Tor montieren und werden uns dann natürlich das fertige Projekt näher ansehen. Punkt 1 ist jetzt natürlich, dass wir unser Tor auch abschließen wollen. Dazu gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Man könnte zum Beispiel einen Schlosskasten einsetzen, mache ich sehr ungern, weil es viel Schleifarbeit ist. Ich nehme ein sogenanntes Rohrrahmenschloss. Gerade bei 60x40 bietet sich sowas wirklich an. So ein Rohrrahmenschloss mit Edelstahlblende vorne kostet um die 25 Euro, ist also wirklich sehr, sehr bezahlbar. Ich zeichne mir das Ganze an, auf die Höhe, wo ich das Ganze brauche, zeichne mir vorne den Ausschnitt an und zeichne mir dann einmal oben für den Griff und einmal für den Schließzylinder alles an. Und dann kann man das ganz einfach ausarbeiten. Ist alles andere als ein Hexenwerk. Ich werde das Schloss oder dieses Rohrrahmenschloss hinterher nicht einschrauben. Ich werde es ganz einfach einpunkten, weil man wechselt sowas alle 10, 20 Jahre mal. Da kann man so eine kleinen Schweißpunkt einfach wieder aufbohren. Und auf der anderen Seite, ihr seht hier nebenbei, wie ich das anzeichne, ist also alles andere als ein Hexenwerk. Auf der anderen Seite ist es wirklich so, es ist dünnes Material, da so eine kleine filigrane Schraube reinsetzen. Das hält nicht viel und so ein Heftpunkt ist innerhalb von wenigen Minuten erledigt. Wenn man da sowieso am Schweißen ist, man zeichnet sich alles vernünftig an. Und ich bin dann so dabei, ich habe ja seit längerem diese Stufenbohrer von Ruco im Einsatz. Die sind qualitativ wirklich so gut und damit bohre ich das ganz einfach alles. Das heißt, jede Bohrung wird gebohrt, alles wird vorher gemessen, geguckt, dass man das in Ruhe macht. Und auch den Ausschnitt für den Schlosskasten seitlich, wo man den reinschiebt, auch den bohre ich mittlerweile. Das heißt, ich zeichne mir das an, ich bohre am Anfang, bohre am Ende, klinke das Ganze mit der Flex aus und habe dann diese kleinen Ecken von der Rundung noch, die ich wegschleifen muss. Und das mache ich mit einer guten alten Schrubbscheibe. Auch wenn ich immer über die lästere, dafür nutze ich die. Und so hat man so eine Ausklinkung innerhalb kürzester Zeit. Ich habe da früher mal angefangen, diese kleinen Stellen mit der Flex noch zu bearbeiten. Absoluter Schrott. So kann man wirklich jedem nur empfehlen, bohren oder hier halt mit einem Stufenbohrer das Ganze und dann hat man innerhalb von wenigen Minuten einen schönen Ausschnitt und kann dieses Rohrrahmenschloss schon mal reinstecken. Wie gesagt, einsetzen tue ich das hinterher erst bei der Montage. Ich höre jetzt schon wieder den einen oder anderen zu Hause schreien, warum macht man diese Sachen nicht alle vorher, sondern setzt das hinterher in den kompletten Rahmen rein. Da gibt es verschiedene Gründe zu. Ich wollte erstmal die Systematik des Videos haben, dass wir wirklich den Rahmen fertigen, den Rahmen schweißen, schleifen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn ich es hinterher stehen habe, dann sehe ich genau, wo ich was hinhaben möchte, kann das dann da wirklich nochmal genau einpassen. Das ist oft für Anfänger einfacher. Man plant vorher und wenn man es aber dann wirklich vor sich sieht, dann ist es oft doch nochmal was anderes und dann geht man mal zur Tür, guckt sich die Höhe an, guckt sich die Höhe an dem Rahmen an und sagt dann, da passt es viel, viel besser hin. Einzigste Problem ist hier wirklich, ich habe hier übrigens so einen schönen Langhaltschleifer, ein sehr schönes Werkzeug, werde ich euch auch mal vorstellen. Einzigste Problem, wenn ich das hier hinterher einarbeite, ist natürlich ein bisschen das Handling und ich muss die Späne hinterher absaugen, sonst habe ich die für ewig in diesem Rahmen drin. Das ist halt so ein bisschen schwieriger, aber ich finde es oft nicht verkehrt, wenn man hinterher wirklich das Ganze im Objekt vor sich hat. Wenn man das vorher plant, ist es am Zeichenbrett oder auch am Computer immer was ganz, ganz anderes. Wenn man es vor sich stehen hat, ist oft doch was anderes. Darum habe ich mich aus den verschiedensten Gründen dafür entschlossen, das wirklich diesmal hinterher zu machen. Meistens mache ich es auch vorher. Ich baue ja ein Doppelflügeltor und da brauche ich natürlich auch noch einen Anschlag. Dafür habe ich hier dieses Anschlagsblech, das hat gleichzeitig auch die Ausklinkung, kann ich mir auch wieder in der Form anschrauben, möchte ich natürlich auch nicht. Ich zeichne hier meinen Ausschnitt an, kann das Ganze dann rausnehmen und im nächsten Schritt schweiße ich dieses Blech an. Habe dafür einfach ein zweites Rohr genommen, das ist eins von meinen Restrohren, von meinen Restabschnitten. Das heißt, die Abschnitte niemals wegschmeißen, die kann man für alles Mögliche noch gebrauchen. Und habe das dann damit richtig schön positioniert, ein paar Stückschweißungen, das hält wirklich für die Ewigkeit.
Unten kommt natürlich noch ein vernünftiger Riegel dran und dann können wir uns schon um die Installation kümmern. Und da ist natürlich die ganz große Frage, was ist mit den Bändern? Schweißt man die vorher an oder hinterher erst bei der Montage? Ich bin dabei ein Riesenfan von solchen Bändern. Die lassen sich in der Höhe verstellen. Man kann das Tor auch nachträglich wieder vernünftig ausrichten. Ich habe hier ganz einfach so eine Imbusschraube, kann damit das bewegliche Teil abnehmen. Das wird ans Tor angeschweißt. Ich kann das natürlich vorher anschweißen. Ich habe aber im Prinzip, wenn man das sieht, hier 1-2 mm vielleicht Spiel, mehr nicht. Und das so genau hinzukriegen, ist oft relativ schwierig. Darum mache ich es immer für mich so. Ich werde das Ganze jetzt zu Hause verankern in der Wand, werde das aushärten lassen. Dann setze ich das Tor einfach davor, bringe unten eine kleine Erhöhung unter und dann heftig die Bänder an. Und anschließend kontrolliere ich das Ganze. Wenn es sich vernünftig bewegen lässt, mit der Höhe alles stimmt, dann wird das Ganze abgeschweißt. Dann ist es immer die sicherste und einfachste Möglichkeit, dass man Bänder so in der Form anpasst. Wenn man das einfach nach Maß nimmt oder so, da sind so viele Unregelmäßigkeiten da mit bei. Da sind so viele Faktoren bei, die man nicht so gut kalkulieren kann. Passt oft nie. Auch wenn man jetzt hier bohrt, das Ganze ansetzt, hat zwar auch immer 1-2 mm Spiel, verläuft mal ein bisschen eine Bohrung und. Also ich bin jemand, der montiert das immer hinterher, heftet das hinterher an, schweißt es dann ab. Einfachste Lösung und wie gesagt, funktioniert immer. Ich habe auch bewusst das Innenmaterial vorher nicht eingebracht, sondern habe diese Tore auch vorher vernünftig erstmal ausgerichtet. Die sind schön leicht und handlich. Das kann man bei großen Toren wirklich in jeder Form immer empfehlen. Jetzt kann ich die Bänder vernünftig ausrichten, bis ich ein hundertprozentig genaues Spaltmaß habe. Schweiße dann alles ab. Nächster Schritt ist Elektropassivieren, um die Anlauffarben zu entfernen. Das Verfahren habe ich schon sehr, sehr oft beschrieben. Findet auch viele Videos auf meinem YouTube-Kanal. Und anschließend ein ganz wichtiger Punkt, alles vernünftig mit dem Gartenschlauch spülen. Vernünftig den ganzen Dreck abwaschen, natürlich die Reste vom Elektropassivieren abwaschen und dann können wir unsere Glasklemmhalter montieren. Eine vernünftige Vorarbeit und eine vernünftige Nietmutternzange und dann kann man auch Edelstahl-Nietmuttern richtig gut setzen. Ist natürlich immer eine andere Sache, als wenn die aus Aluminium sind, muss man ein bisschen kräftiger drücken, aber wie gesagt, ich habe hier ungefähr 20 Minuten gebraucht. Hätte man natürlich alles wieder ausbauen können, hätte man sich hinlegen können zum Installieren, aber so im Stehen oder so ist jetzt auch alles andere als ein Hexenwerk. Ich habe mich bewusst für vernünftige Glasklemmhalter entschieden. Da kann man die Dicke genau definieren, was man da klemmen möchte. Es gibt natürlich auch einfachere Methoden, dass man sich irgendwelche Winkel ansetzt oder so. Glasklemmhalter haben mehrere Vorteile. Erstmal sehen sie optisch unwahrscheinlich gut aus. Das ist der erste große Punkt. Man hat eine vernünftige Klemmkraft, die auch definiert ist. Es gibt so da so Puffer, da kann man auch verschiedene Materialstärken nehmen. Ich habe hier 6 mm HPL-Platten, die ich da aufnehme. Und es ist natürlich auch so, es ist auch rechtlich sicher. Die haben eine baurechtliche Zulassung, also ich darf damit 6 mm HPL-Platten klemmen und habe da wirklich auch kein Problem, falls mal irgendwas passiert. Und das muss ja nur ein Windstoß sein, der dann da doch mal irgendwo so eine Platte mit rausnimmt und die Platte kracht ins nächste Haus oder ins nächste Auto. Für die Füllung habe ich mich für HPL entschieden. Sehr, sehr moderner Werkstoff. Wenn man heutzutage durch Neubaugebiete geht, dann sieht man da wirklich viele Fassaden, die damit auch verblendet sind. Es gibt schier unglaublich viele Farben. Und selbst im Baumarkt kriegt man mittlerweile HPL-Platten. Kostet der Quadratmeter ungefähr 50 Euro. Witterungsbeständiger Werkstoff, den kann man immer wieder abwaschen. Braucht man nicht lackieren in irgendeiner Form. Und ich finde es natürlich schön. Ich habe hier Anthrazit, farbenes HPL, ich habe Edelstahl als Werkstoff für den Rahmen und habe dann meine Klinker, die so ein Dunkelrot haben. Ich habe meine Haustür auch in einem sehr, sehr ähnlichen Farbton in Anthrazit. Ich habe mir die Anthrazitplatten übrigens zuschneiden lassen. Ich habe hier bei einem regionalen Anbieter nachgefragt und die haben das mit Zuschnitt angeboten. Das war nicht so viel teurer, als hätte ich mir das im Baumarkt gekauft und hätte mir alles zugeschnitten. Ich bin jetzt für die Füllung hier etwas über 200 Euro oder so um die 200 Euro los gewesen und das fühlt sich wirklich sehr gut an. Ich habe an der ersten HPL-Platte, weil ich wirklich mal gucken wollte, was die hält, ich habe es leider nicht gefilmt, habe ich einen Klimmzug gemacht. Hat problemlos gehalten, gab es wirklich keine Probleme. Ich wiege auch so
um die 100 Kilo, also es war wirklich problemlos. Sehr schöne Sache. So, ich hoffe, dieses ganze Projekt hat euch gefallen. Wir können uns jetzt zusammen natürlich auch das Endergebnis angucken. Man muss natürlich sagen, so mir gefällt es richtig gut, muss nicht jedem gefallen. Die Optik ist immer so ein bisschen Geschmackssache, aber ich denke mal vom Technischen, von der Ausführung ist das schon beeindruckend, wie einfach man sowas heutzutage hinkriegt. Wie schön man sich das Material im Internet zusammenbestellen kann. Ich bin hier von den Materialwerten ungefähr bei 800 Euro. Also es ist auch wirklich noch bezahlbar, wenn man denkt, für so ein riesengroßes Edelstahltor mit so einer schönen Füllung. Der ein oder andere wird sagen, das ist ja die reinste Leiter, wo man rüber kann. Wir wollten natürlich schon so eine gewisse Blockade. Wir wollten es aber auch offen haben. Wir wollten es schön luftig haben. Hier zieht der Wind auch ganz massiv durch. Wir sind ja auf dem Lande. Da pfeift also der Wind richtig durch, komplett geschlossen mit so HPL-Flächen. Ginge sowieso nicht, wollten wir aber auch von der Optik nicht. Also da muss jeder so ein bisschen das für sich entscheiden. Ich wollte euch zeigen, wie ich mein Tor baue und habe gehofft, dass ich dem einen oder anderen da so ein paar Sachen einfacher mache, wenn er sich zu Hause so ein Tor bauen will. Jetzt sagen natürlich viele, ich habe zu Hause nur ein Füllradschweißgerät, nur ein einfaches Max-Schweißgerät, kein WIG-Schweißgerät. Machen wir auch noch ein zusätzliches Video. Wenn ihr das wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann werden wir noch mal ein Video machen, wo wir das ganz einfach auch mit einem Edelstahl-Füllrad machen. Nicht ein komplettes Tor, aber die einzelnen Elemente zeige ich euch, dass das auch problemlos möglich ist. Ohne Schutzgasflasche, ohne irgendwelche aufwendige Technik kann man sowas auch mit einem ganz einfachen, günstigen Gerät zu Hause nachbauen. In diesem Sinne, ich hoffe, das ganze Video, diese kleine Videoserie hat euch gefallen. Wenn ihr noch nicht alle Videos gesehen habt, ich verlinke die Playlist am Ende, kann man sich alles angucken. Wenn ihr euch irgendwann mal ein Edelstahltor baut, dann könnt ihr euch das hier wieder angucken und habt da hoffentlich den ein oder anderen Anhaltspunkt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Alles, was ich hier verwendet habe, verlinke ich natürlich immer in den Kommentaren, in der Beschreibung. So ist es richtig. Bis dann, euer Manni.